Nächster Teil der kleinen Serie, Gästeführer zeigen ihre Lieblingsorte. Ich bin jetzt in der Südeifel oder Westeifel, wie man will, am Rande eines Mares, des Meerfelder Mares. Ich stehe oben auf dem Kraterrand und das Meerfelder Maar ist eines von mindestens 70 bekannten Maren in der Eifel. Eines der großen Maare, das muss man durchaus sagen. Der Maarkessel hat etwa 1700 Meter Durchmesser. Der Maarsee, den man hinter mir sieht, der hat eine Fläche von etwa 24 Hektar. Und die Maare gehören zur vulkanischen Geschichte der Eifel. Die Maare sind aber nicht entstanden durch den klassischen Vulkanismus. Das heißt, es sind keine Vulkankrater, sondern durch eine Wasserdampfexplosion. Und das bedeutet, durch Vulkanismus strömt glühende Lava aus der Tiefe der Erde nach oben, trifft dabei auf eine stark wasserführende Schicht. Und dieses Wasser durch die Wärme des Magma, dieses Wasser explodiert oder dieses Wasser verwandelt sich sofort in Dampf, vergrößert dabei sein Volumen um das X-fache. Es kommt zu einer Wasserdampfexplosion und diese Explosion wirft das aufliegende Land schlichtweg nach außen. Es ist eine riesige Explosion, es bildet sich dieser große Kraterrand durch das aufgeworfene Material und der innere Bereich, der fällt dann wieder zusammen. Dadurch entsteht dann der Krater. Mit anderen Worten, wir haben bei den Maren kein vulkanisches Gestein im Umfeld, was ausgeworfen wurde. Es ist keine Lava ausgeflossen. Die unterscheiden sich deutlich durch den klassischen Vulkan, von dem klassischen Vulkankrater. Es gibt nicht weit von hier den Winsborn-Vulkankrater mit einem innenliegenden See. Das ist einer der ganz, ganz seltenen echten Vulkankraterseen, die es nördlich der Eifel überhaupt gibt. Aber hier hinter mir eben das Mähfelder Maar. Unter den Maren, die es in der Eifel gibt, gibt es Maare mit Seen. Es gibt aber auch Trockenmaare. Es gibt auch viele sumpfige Maare, die innen einfach nur versumpft sind. Vielfach hat sich Torfabbau gebildet und dieses Material ist dann von den Menschen abgebaut worden. Wasser bildet sich durch Regenwasser, Wasser bildet sich durch Grundwasser. Die wenigsten Maare haben einen direkten Zufluss. Hier gibt es einen Zufluss. Ein Bach hat sich im Lauf der Jahrtausende quasi durch den Rand gegraben. Und der hat dann allerdings auch Geröll mit sich geführt. Und da ist ein Teil dieses Sees ist dann eben verlandet. Das ist die Landfläche, auf der das Dorf Meerfeld heute unten im Tal liegt. Und der See bedeckt, ich würde mal sagen, etwa ein Drittel des Kesselbodens heute nur noch. Der See ist auch verkleinert worden im 19. Jahrhundert, künstlich von Menschen verkleinert worden, um neues Land für die Landwirtschaft der Bewohner dort in Meerfeld zu gewinnen. Und die Landwirtschaft war intensiv mit Düngemitteln, mit Dung und mit Gülle, die dabei entstanden ist. Und dadurch ist der See, das Wasser des Sees, stark belastet worden. Und da es keinen nennenswerten Wasseraustausch gab, gab es riesige Wasserprobleme. Und im 20. Jahrhundert, im späten 20. Jahrhundert, hat es große Maßnahmen gegeben. Es hat eine Tiefenentwässerung gegeben, um die Wasserqualität wieder zu verbessern. Der See selbst hat an seiner längsten Ausdehnung etwa 700 Meter Länge. Er ist 18 Meter tief im tiefsten Bereich. Das Ganze ist Landschaftsschutzgebiet heute. Aber der See steht zum Baden zur Verfügung. Es gibt eine Einstiegsstelle, das ist organisiert. Man darf nicht überall dort hinein, um den Badebetrieb zu konzentrieren. Und etwa ein Drittel des Sees ist komplett abgesperrt. Da darf die Natur sich dann entfalten. Das ist auch mein Pool im Sommer hier. Sicherlich einer der schönsten Poole zum Schwimmen, die man sich vorstellen kann. Und das Meerfelder Maar sicherlich einer meiner Lieblingsorte.